so nicht, dass wir euch versetzen. War ja schade, wenn wir euch warten ließen. Herzlichen Glückwunsch zu dem sehr guten Wahlergebnis. Dankeschön. Wenn ich schon sage, wir müssen Öffentlichkeitsarbeit machen. Also legt's los, wer fragt. Wo ja, ich frage. Okay. Wo, wie war's hier? Hier kurz hinstellen? Ja. Drei Fragen. Die erste Frage, wie sieht das mit der Messe aus? Wie ist Ihr Eindruck hier, insbesondere im Verhältnis zwischen Messebesuchern und Öffentlichkeit draußen? Ja, diese Messe ist bewährt, diese Messe kommt an in der Öffentlichkeit. Das zeigt auch der Rekordbesuch heuer, dass die Menschen hinter der Messe stehen, dass auch die Politik hinter der Messe steht, dass die Menschen auch das aus der Region sehr zahlreich besuchen und annehmen. Also volle Akzeptanz und nur weiter so. Nun geht es ja politisch richtig zur Sache gerade. Da ist ja hier auch der Toni Lacher, der uns als Präsident des Tiroler Jagdverbandes positiv erzählt hat, wie es in Tirol auch mit dem Wolf läuft. Wie wollen Sie es jetzt in Bayern machen? Ja, wir haben ja eine Wolfsverordnung erlassen und haben zuletzt jetzt zwei Abschussgenehmigungen für den Wolf in der Rhön rausgegeben. Ich hoffe, das wird jetzt auch mal umgesetzt, dass nicht wieder irgendein Jurist dazwischen geht. Und ich hoffe, dass wir mal real einen Wolf erwischen und nicht immer nur Abschussgenehmigungen rausgeben. Der Wolf ist über alle Berge und in ein paar Wochen schlägt er woanders zu. Heißt also, wir brauchen eigentlich noch praktikablere Lösungen. Wolf als günstiger Erhaltungszustand definiert, bundesweit definiert. Wir haben rund 2000 Wölfe in Deutschland, 30% Zuwachs jedes Jahr. Wir müssen hier sehr viel näher noch ans Jagdrecht ran. Der Wolf gehört ins Jagdrecht und er gehört ganz ordentlich bejagt mit Jagdzeiten und vor allem eben dann in der Nähe von Siedlungen, in der Nähe von Schafherden und so weiter, muss man schlichtweg den Wolf bejagen dürfen, auch wenn er momentan nichts frisch gerissen hat, um den Bestand im Griff zu halten und weg von dieser Einzelfallgenehmigung, von dieser bürokratischen Winkelzugadvokatie, sondern wirklich hin zu einem praktikablen Bejagungsmodus. Sie sprechen gerade von Praktikabilität, Frau Lemke, die Bundesumweltministerin, hat ja jetzt gesagt, innerhalb von 21 Tagen im Radius von 1000 Metern um den letzten Riss, also reaktiv, nicht präventiv. Ist das auch Ihre Meinung? Also ich glaube, das ist zwar besser wie nichts, aber es trifft am Ende den Punkt nicht, wenn man nur drei Wochen Zeit hat und Wölfe, die dann einen 2 Meter hohen Zaun überwinden müssen und dann im Umkreis von 1000 Meter. 1000 Meter ist nicht sehr viel. Wir müssen da ganze Regionen ausweisen, wo man den Wolf bejagen darf. Aber man sieht, der Weg geht in die richtige Richtung. Der Bund sieht schön langsam ein, dass eine reine Blockadehaltung so nicht weitergehen kann. Aber wir sind noch lange nicht praxistauglich. Aber ich bin guter Dinge, wenn die Jäger, wenn die Tierhalter hier weiter Druck ausüben, dass wir dann am Ende zu praktikablen Lösungen kommen. Also sie bewegen sich und ich hoffe in die richtige Richtung. Druck aufbauen, dann kommen wir hier zum Ergebnis. Zum Thema Bund, vielleicht bitte noch eine abschließende Antwort. Der Bund Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler hat eine neue Initiative gestartet, möchte ein neues entbürokratisiertes Waffenrecht haben für ganz Deutschland. Haben Sie sich damit schon auseinandergesetzt oder wie stehen Sie dazu? Also auf alle Fälle dürfen wir keine weiteren Verschärfungen im Waffenrecht über uns ergehen lassen. Es war ja schizophrenerweise nach den Silvesterkrawallen in Berlin die Debatte, Waffenrecht für Schützen und Jäger zu verschärfen, völlig gaga. Und wir brauchen eher im Gegenteil eine Entbürokratisierung und wieder mehr Rechtssicherheit. Das ist ja mit der Waffenunterbringung, mit der Thematik, Transport und so weiter, dass man mittlerweile Spitzenjuristen braucht, um überhaupt die Sachverhalte gerichtsfest zu definieren. Wir brauchen hier wieder praxistaugliche Konzepte und ich stehe für jede Entbürokratisierung voll zur Verfügung. Herzlichen Dank für das Interview.